Hallo liebe Grillfreunde, heute gibt es eine richtige Kalorienbombe, nämlich ein Philly Cheese Steak. Und dafür brauchen wir von Beef Bandits ein Philly Steak. Das ist ganz zart, das ist fast wie ein Carpaccio, echt mega coole Qualität. Das ist schon vorgeschnitten. Das ist schön einfach gemacht, das heißt, du musst dich da nicht irgendwie großartig bemühen. Das ist eine tolle Sache, finde ich. Dann brauchen wir für die Soße 150 Gramm Cheddar. Dann habe ich eine Kondensmilch genommen, die sehr fetthaltig ist. Das ist wichtig. Dazu gibt es ein bisschen, also ich habe einen halben Teelöffel Knoblauchgranulat genommen und einen halben Teelöffel Zwiebelgranulat. Dann ein bisschen Pfeffer und Salz. Das brauchen wir für die Soße. Dazu gibt es dann noch Zwiebeln, grüne Paprika und wer es richtig scharf mag, der kriegt noch ein paar frische Jalapenos mit drüber gestreut. Aber das machen wir jetzt mal und los geht's, würde ich sagen. Okay, alles klar. Ich bin begeistert. Geht los? Die Hotdog-Brötchen brauchen wir natürlich auch, ganz klar. Los geht's jetzt mit der Zwiebel. Weil die schön weich werden muss, fange ich mit der am besten an. Und parallel gehen wir jetzt an unsere Käsesoße. Da machen wir als erstes unsere Kondensmilch in die Pfanne. Oh, die ist aber wirklich... Der Brenner ist auch, wie ist der eingestellt? Der ist auch ganz klein. Den habe ich jetzt auf ganz klein gestellt. Die Mitte habe ich ausgemacht und rechts die Zwiebeln, die kriegen ein bisschen Gas. Und so, dazu packe ich jetzt auch relativ schnell schon den Cheddar-Käse. Los geht's. So. Unsere Gewürze. Das Knoblauchgranulat ist fest. So. Und das Zwiebelgranulat. Und nun, oh, das hat wohl ein bisschen Feuchtigkeit hier draußen bekommen, aber ist wie es ist, wenn man draußen grillt. Ne? Das Ganze wird jetzt gerührt. Und Käse einfach geil. Käse einfach geil und entwickelt sich dann jetzt schön zu einer leckeren Masse. Nicht zu vergessen, das Ganze können wir auch schon gleich ein bisschen salzen. Pfeffern. So. Nun warten wir einfach ab, dass unser Käse schmilzt und dass unsere Zwiebeln gar werden. Bis gleich. Also, unsere Käsesoße sieht super aus. Guck, zeig mal die Konsistenz. Also, so finde ich sie persönlich perfekt. Ne? Unsere Zwiebeln sehen auch schon super aus, deswegen kommt jetzt die grüne Paprika da mit rein. Die muss grün sein? Die muss grün sein, steht. Ja, okay, steht gut. Überall, ist nee, ein Gesetz. Ich weiß. Das ist das Gesetz. So, die kommt hier noch mit zu. Ist ja mir die unliebste. Mir auch, weil die so ein bisschen bitter ist. Ja. Aber genau das ist ja das, was das ja so ausmacht. Ne? Genau. Die lassen wir jetzt hier auch noch mal ein bisschen kurz mit brutzeln. Und dann kommt auch schon unser Steak. Bis gleich. So mut wie das. Also während unsere Paprika da so vor sich hin brutzelt und unsere Zwiebeln, werde ich schon mal das Hotdog-Brötchen bestreichen. Einfach schön Butter drauf und oben und unten. Und nachher, wenn unser Fleisch rauf geht, kurz vorm Ende stellen wir einfach das Hotdog-Brötchen oben hin und lassen es kurz anrösten. So. Sieht gut aus? Sehr gut. Prima. Also, unsere Paprika und Zwiebeln sind jetzt fertig. Die sehen gut aus. Jetzt wollen wir noch mal ein bisschen Salz und Pfeffer darüber hauen. Schön ordentlicher Schwung drauf. So. Gut. Dann wird das Ganze noch mal verrührt. Und dann nehme ich meinen linken Grillhandschuh. Jetzt nehme ich meinen linken Grillhandschuh und werde das Ganze einmal umfüllen. Ich sag mal so, ein kleiner Bodybuilder musst du auch schon sein, ne? Also. Guss ist halt schwer. Boah, das ist richtig. Ja, 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 jetzt aus so einer Vespa auch noch hier traumhaft. Das Ganze schiebe ich jetzt hier rüber. Und dann kommt auch schon unser Fleisch da drauf.
Und dann melden wir uns gleich wieder. Dann melden wir uns gleich wieder. Okay, ich beachte hier auf die Käsesoße. Ja, mach mal. So, unsere Paprika und Zwiebeln sind jetzt an der Seite. Wir haben das Ganze jetzt noch mal ein bisschen aufgeheizt hier, damit das Fleisch auch ordentlich... Brenner auf volle Pulle, zwei Stück. Genau, Dampf kriegt. So, und nun liegt das schön ausgebreitet da rein. Guck mal hier. Guck mal hier. Ganz durchgucken fast, ne? Voll geschnitten. Ja, ist mega. Kriegst du selber zu Hause so nicht geschnitten. Nee, das sieht schon echt super aus. Wirklich gut. Ich würde sagen... Ja, reicht schon, ne? Ja, ein klein noch. Ah, nee, lassen wir. Okay. Gut, das kriegt jetzt auch nur einen ganz kurzen Touch und wird auch gleich schon sozusagen kurz gewendet, damit das nicht so... Was hattest du denn mit dem Fleisch gemacht? Das riecht so. Das habe ich doch vorhin erzählt, ich habe es doch mariniert. Ich habe doch mit Worcester, Soja, Knoblauchgranulat und Zwiebelgranulat, Salz und Pfeffer mariniert. Riecht krass. Ja. So, parallel schmeißen wir jetzt einmal unser Brötchen, was jetzt sowieso schon auseinandergebrochen ist, oben rauf. Machen noch einmal ganz kurz für 3 Sekunden zu. Und dann seht ihr gleich, wie es weitergeht. Ich habe noch kurz die Jalapenos da reingeschmissen. Also wie gesagt, wer es scharf mag, yes, der haut die Dinger noch mal kurz da rein. Unsere Zwiebeln und Paprika habe ich auch noch mal kurz, damit sie einmal warm gemacht werden. Und jetzt geht's los. So. Nun belegen wir unser Hotdog-Brötchen. Zack. Im zweiten Handschuh wäre vielleicht nicht so schlecht. Ne? Kann man besser arbeiten, oder? So. Es ist natürlich auch ein Kram, wo man sich schnell dann, ne, wo schnell gehen muss, damit das Ganze, ah, siehst du, ich kriege meinen Finger da nicht rein. So, zack. So, ich würde fast sagen, 2 Stück reichen. Ne, das sieht gut aus. Jetzt hole ich mir von hier die Paprika und die Zwiebeln. Das sieht schon gut aus. Es riecht auf jeden Fall toll. So. Wir mögen es heute scharf. Und deswegen packe ich da... Die sind sehr scharf, die Jalapenos, deswegen mache ich da nicht so viel rauf. Guck mal hier. Und jetzt kommt unser Highlight. Sieht gut aus. Ich nehme mal kurz wieder meinen linken Handschuh. Kommt da jetzt drüber, guck mal. Und? Was meinst du? Sehr gut. Geht durch? Gut. Alles klar. Probieren mache ich gleich. Ich stelle erstmal die Pfanne weg. Gleich geht's weiter. Und? Magst leiden? Ja. Sieht gut aus, ne? Ich bin froh, wenn das Video gleich zu Ende ist, weil ich habe auch mal. Jetzt will ich mal probieren. Also, es sieht schon recht geil aus. Ich probiere mal. Ist super. Ich finde es ehrlich fantastisch. Ich will euch sagen, warum ich ein Hotdog-Brötchen genommen habe. Weil viele Menschen haben ja nicht so einen großen Mund. Und ich finde es einfach super, so ein kleineres Brötchen zu haben. Es ist einfach für uns Frauen zum Beispiel auch besser zu essen. Nur mal so als kleiner Tipp am Rande. Ja, und manchmal stopft das Brot auch so mega. Mhm. Dann isst du mehr Brot als... Ist echt scharf, aber einfach super lecker. Also, wenn euch das gefallen hat, dann lasst mir bitte ein Abo da. Liked hier, macht die Glocke an, schreibt mir in die Kommentare, schreibt mir auch mal, was ihr so für Ideen habt, was ich mal für euch grillen soll. Würde mich sehr freuen und ich verabschiede mich jetzt mit einem, und ich beiß noch mal ein bisschen ab hier. Guten Hunger.